Ja, hallo, liebe Zuschauer. Heutiges Thema, ein Thema, das wahrscheinlich viele interessiert und auch tangiert oder die damit zu tun haben. Und zwar geht es um ein Fahrzeug in Thailand zu erwerben bzw. anzumelden und wenn es ein gebrauchtes eben ist, umzumelden und was dabei zu beachten ist und was man da braucht und wie das läuft, das erfahrt ihr, wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt. Damit nochmal herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Ja, fangen wir mal mit der einfachsten Variante an, nämlich ein Neufahrzeug. Wenn ihr ein Neufahrzeug natürlich beim Händler kauft, dann könnt ihr damit auch gleich vom Hof fahren. Ihr habt dann, kriegt dann eine rote Nummer verpasst, die hat der Händler vorrätig und könnt damit fahren. Und das dauert dann so bis zu 2 Monaten, erledigt der Händler dann die Abwicklung, dass ihr eine weiße Nummer bekommt und dass, wenn es ein Motorrad ist, ein Green Book, also ein grünes Buch bekommt. Beim Auto ist es ein blaues Buch. So. Damit habt ihr eigentlich recht wenig zu tun. Das Einzige, was ihr bereitstellen müsst, auch beim Neukauf beim Händler, ist eine Wohnsitzbescheinigung, die ihr ja bei der Immigration bekommt. Ein sogenanntes Certificate of Residence. Jetzt nehmen wir mal den anderen Fall an, der ein bisschen geläufiger ist vielleicht. Nämlich ihr kauft ein Fahrzeug gebraucht von privat. Und ihr kauft es auch in einer anderen Provinz, sprich das Fahrzeug ist in einer anderen Provinz zugelassen bzw. registriert. Worauf ihr unbedingt achten müsst, wenn ihr was Gebrauchtes kauft, ist, dass der Vorbesitzer in den Papieren steht, also sprich beim Motorrad im grünen Buch und eben beim Auto im blauen. Warum ich das sage, ist, da gibt es nämlich auch Spezialisten, die meinen, die haben das Ding auch gebraucht gekauft und meinen, ach, da mache ich gar nichts, da muss ich gar nichts machen, ich kann ja meine jährliche Versicherung verlängern dadurch, das stimmt schon. Aber, und die werden dann auch euch versichern, na, das ist alles kein Problem. Lasst da die Finger von, denn die Probleme fangen allerspätestens an, wenn ihr das Ding mal wieder verkaufen wollt. Und wenn einer so ein Fahrzeug veräußern will und steht nicht als rechtmäßiger Eigentümer im Buch, dann kauft ihm das keiner ab, auch kein Thai ab, das müsst ihr wissen. Also seid auch vorsichtig. Und wenn es jetzt wieder der Fall ist, dass ihr das Fahrzeug von einem Ausländer kauft, dann braucht ihr von dem auch um es in eurer Provinz anzumelden, braucht ihr von dem auch eine Wohnsitzbescheinigung wieder. Und was ganz wichtig ist, da gibt es so Verkaufsformulare, die das Transport Office zur Verfügung stellt. Das sind 3 oder 4 Zettel, die sind rein auf Thai. Was die besagen, was da drin steht, habe ich keine Ahnung, aber die müsst ihr haben. Die muss der Vorbesitzer euch mitgeben, denn die muss der Vorbesitzer auch unterschreiben. Das ist ganz wichtig. Und habe ich das jetzt schon erwähnt? Wenn ich nochmal, und in dem grünen Buch, beziehungsweise in dem ja, Fahrzeugbuch halt, grün oder blau, müsst ihr auch darauf achten, dass der Vorbesitzer da auf der Seite, wo er eingetragen ist, auch unterschrieben hat. Warum erzähle ich das? Ich habe das auch schon mal gehabt, dass dem nicht so war. Und dann war das ein Mods-Hack-Mack, musste ich das Buch nochmal per Post zu dem alten Besitzer schicken und er hat das dann unterschrieben. Also da müsst ihr auch drauf achten. Ich mache das so eine Art Checkliste jetzt unten dann in die Beschreibung des Videos, worauf ihr alles achten müsst. So, wenn das alles gegeben ist, sprich ihr habt das grüne Buch gecheckt, ihr habt die Verkaufspapiere von dem Vorbesitzer, dann könnt ihr das Fahrzeug auch kaufen und nach Hause fahren. So, und dann geht es weiter. Dann wollt ihr das Ding natürlich auf euren Namen haben.
Und wenn es jetzt so ist, dass, wie gesagt, das von einer Nachbar- oder anderen Provinz eben ist, dann müsst ihr in eurer Provinz, in die Provinzhauptstadt zu dem Transport Office. Das machen die Regionalen nicht, weil ihr da auch ein neues Nummernschild dann kriegt oder braucht. Und das gilt immer nur in dem, ja, wenn man so will, Haupttransport Office, wie man das nennen will, in der Provinzhauptstadt. Das war jetzt in meinem Fall eben Prachuap Khirikan. Ich habe ja meine Umschreibung Anfang der Woche erfolgreich abgeschlossen. Da gibt es auch noch mehr zu sagen, was mir da wieder so widerfahren ist. So, ja, und wenn es gut läuft, dann geht er da mit den Papieren und auch wieder eure Wohnsitzbescheinigung eben hin auf das Transport Office. Bei mir ist es jetzt letztes Mal sehr, sehr gut gelaufen. Und da werden dann die Papiere entgegengenommen und dann musst du mit dem Fahrzeug, da haben sie so eine Art, ja, sieht aus wie beim TÜV, technische Inspektionsstraße, wenn man so will. Und da wird die Fahrgestellnummer, die am Fahrzeug eben angebracht ist, verglichen mit dem, was im grünen oder blauen Buch steht, dass das alles seine Richtigkeit hat. So, und wenn es, wie gesagt, gut läuft, dann seid ihr dann nach einer Stunde fertig und dann kriegt ihr einen Termin ein paar Tage später und dann fahrt ihr da wieder hin und dann habt ihr eure Nummer und das war's dann. Ich habe für die gesamte Umschreibung bezahlt, ich glaube 1335 Baht ist eigentlich für die Umschreibung recht viel. Das kostet nicht viel, aber zu meinem Erstaunen war damit schon ein weiteres Jahr Versicherung, also diese Mandatory Pflichtversicherung, diese staatliche, mit bei. Das heißt, ich habe diese Versicherungsplakette schon ein Jahr länger noch gekriegt, also von daher war das alles okay. Weil wenn ich mir die gesondert alleine hole, kostet das auch fürs Motorrad 700-800 Baht. So. Das waren jetzt die guten Beispiele. Jetzt erzähle ich aber euch mal einen Fall oder mehrere Fälle, was ich auch schon erlebt habe. Ich habe ja nun auch schon mehrere Fahrzeuge gekauft und eben auch dann auf mich angemeldet. Mir ist es passiert damals bei der 300er Honda, die ich vor der 500er gekauft habe. Die habe ich zwar in Pattaya gekauft, die war aber dummerweise, warum auch immer, in Khon Kaen zugelassen. So, haben wir da recherchiert, damals wusste ich das noch nicht alles so genau, wie das läuft. Auf jeden Fall haben wir halt rausgefunden, wir müssen in die Provinzhauptstadt, nach Chonburi, in das Transport Office und das dann da machen. Und da lief es, also da lief es völlig, ja, ich möchte schon sagen, chaotisch. Na, da sind wir erstmal hin, dann haben die Papiere in Empfang genommen. Ja, dann haben wir einen Termin gekriegt für die Fahrzeugidentifizierung, was ich eben beschrieben habe oder besprochen habe, wo die Papiere mit der Fahrgestellnummer am Fahrzeug abgeglichen werden. Da muss man nochmal extra antanzen. Ist dazu zu sagen, dass von Sattahip nach Chonburi zu dem Transport Office waren das exakt 100 Kilometer. So, dann sind wir also ein paar Tage später wieder angetanzt. Oder bin ich angetanzt und dann wurde da die Fahrgestellnummer festgestellt. Dann habe ich so rausgekriegt, wie das weitergehen soll. Und dann wollten die, dass ich noch zweimal komme und da ist mir der Kragen geplatzt. Wirklich der Kragen geplatzt. Aber Leute, ich fahre hier 200 Kilometer jedes Mal und das soll ich viermal machen, bis ihr das auf der Reihe habt. Na, ich konnte die dann runterhandeln noch auf ein weiteres Mal und dann habe ich die Versicherung, beziehungsweise nicht die Versicherung, habe ich das neue Kennzeichen eben gehabt. Und am Schluss habe ich die mal gefragt, so, was dagegen spricht, das Ganze in einer Stunde abzuwickeln. Aber naja, das ist halt die Bürokratie und da sind sie auch Weltmeister drin, die Details. So, ja, und als ich mir dann die 500er gekauft habe, die war ja auch gebraucht, und zwar habe ich die in Bangkok gekauft, wäre das ganze, der ganze Zirkus wieder von vorn losgegangen. Und da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht normal mit Chonburi. Also war der gleiche Sachverhalt wieder.
Und ich fand in Pattaya so eine kleine Agentur, die eben sowas machten. Und zu denen bin ich hin und dann haben die gesagt, ich meine, es wären 1200 Baht gewesen, was sie genommen haben als Bearbeitungsgebühr, was hoch anständig war. Also da, die habe ich gerne bezahlt und die haben es dann für mich erledigt. Es hat zwar, ich glaube, 3-4 Wochen gedauert, bis das alles abgewickelt war, aber es war mir egal, ich konnte ja fahren, ich hatte das alte Kennzeichen. Und ich musste nicht ein einziges Mal zum Straßenverkehrsamt. Den Abgleich mit der Fahrgestellnummer hat die Agentur gemacht. Aber da haben sie gesagt, wenn das Transport Office das nicht anerkennt, muss ich leider nochmal nach Chonburi. Aber die haben das anerkannt. Ja. Und als ich jetzt die 650er gekauft hatte, habe ich mir gedacht, ich suche mir wieder eine Agentur für 1000 oder 1200 oder 1500 Baht. Das ist es mir wert, habe ich die Lauferei nicht selber. Und fand eine Agentur, beziehungsweise wurde mir eine empfohlen und bin dahin. Und die gute Frau, ja, die war recht bemüht und meinte, ja gut, das würde 3500 Baht kosten. Da habe ich schon mal ein bisschen geschluckt, denke mal, 3500 Baht, naja. Na gut, habe ich gesagt, dann es hat sich da unheimlich wichtig gemacht und rumtelefoniert und alles nur Show. Ehrlich, alles nur Show. Ja, und dann am nächsten Tag musste ich dann nochmal hin mit, ach, ich weiß gar nicht. Ja, auf jeden Fall würde sie dann alles klar machen. Ja, und ob ich jetzt gleich bezahlen will, ja, sage ich, ja, okay. Und dann präsentiert sie mir eine Rechnung von 7000 Baht. Ich sage, Moment, das war doch ausgemacht, 3500. Ja, das ist ja für einen einmaligen Service. Sie musste aber zweimal hin. Da wisst ihr was, verarschen kann ich mich selber. Wirklich, also 7000 Watt, das ist ja fast 200 Euro. Dafür mache ich das selbst und hab die sitzen lassen, die Frau. Da hat sie 2 Tage Arbeit umsonst investiert. Das war mir aber egal. So kann es auch laufen. Ja, das war's für heute. Kleine Randinformation. Ich werde mich übermorgen Samstag wieder auf Tour begeben, ja, jetzt auch mit der neuen Maschine, Richtung Nordthailand. Ansonsten danke fürs Zusehen, danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar interessante Tipps geben. Bleibt gesund, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Bis demnächst.